Ja, mein Name ist Alexander Sander, ich bin von der Free Software Foundation Europe, ich bin dort Policy Manager und möchte euch heute eine Kampagne vorstellen, die wir schon seit einigen Jahren jetzt am Laufen haben. Und zwar geht es um die Kampagne Public Money, Public Code und darüber, wie man eben öffentliche Infrastruktur mit freier Software modernisieren kann. Erstmal vielleicht kurz zu unserem Verein. Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein hier in Deutschland, sind aber eben in ganz Europa aktiv, deswegen Free Software Foundation Europe. Und wir setzen uns eben dafür ein, dass Menschen einen selbstbestimmten Umgang mit Technik haben. Und wir glauben eben, dass das eben eigentlich ausschließlich durch freie Software realisiert werden kann. Um das mal so ein bisschen praktisch darzustellen, habe ich mal ein kleines Comic mitgebracht. Ich glaube, jeder von euch weiß so ungefähr, wie so eine Atombombe in den Vereinigten Staaten von Amerika abgefeuert werden soll. Es gibt da halt eben diesen roten Button, von dem immer alle reden. Und da ist natürlich dann aber eben die Frage, wer hat den installiert und wie sieht der dann tatsächlich aus? Also die Frage ist, können wir eben nachvollziehen anhand des Codes, ob eben das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, tatsächlich dann eben auch so umgesetzt wird. Und in diesem simplen Beispiel, was wir jetzt hier haben, das geht natürlich noch viel, viel weiter. Staaten benutzen sehr, sehr viel Software und wir als Bürgerinnen und Bürger sind davon unmittelbar betroffen und von daher auch unter anderem aus Transparenzgründen macht es eben Sinn, dass man in den Code reinschauen kann und dann eben nachvollziehen kann als Bürgerinnen oder Bürger, was denn diese Software am Ende tatsächlich macht. Auch noch zur Einleitung kurz, was ist freie Software? Wird auch gerne noch mit anderen Begriffen wie Open Source, Free and Open Source Software und so weiter und so fort verwendet. Entscheidend ist, dass diese Software vier Grundfreiheiten hat, nämlich, dass man die Software verwenden kann, verstehen kann, verbreiten kann und verbessern kann. Wenn diese vier Grundfreiheiten gegeben sind, dann sprechen wir von freier Software. Was das konkret bedeutet, ist eigentlich auch relativ selbsterklärend. Verwenden, das bedeutet, wir können die Software zu jedem Zweck, den wir wollen, verwenden, ohne dass es irgendwelche Einschränkungen gibt. Wir können die Software verbreiten, und zwar uneingeschränkt. Das bedeutet, wir können vor allen Dingen auch damit Geld verdienen. Also es ist nicht so, dass freie Software automatisch kostenlos sein muss in irgendeinem Rahmen. Also ganz früher hat man Sachen auf CDs gebrannt, dann kamen so USB-Sticks und so weiter und so fort. Also das wären so die einfachsten Methoden, wie man zum Beispiel mit freier Software Geld verdienen kann, aber eben auch zum Beispiel Unternehmen wie Red Hat, die jetzt für, ich glaube, 35 Milliarden waren, eben verkauft wurden. Also hieran kann man erkennen, dass eben auch Unternehmen, die freie Software herstellen, Milliardenunternehmen sind und eben ziemlich viel Geld verdienen. Verstehen, das ist eben die angesprochene Transparenz. Das bedeutet, wir können die Software uneingeschränkt untersuchen, wir können uns den Code anschauen, können eben nachvollziehen, was die Software am Ende des Tages tatsächlich macht. Und die letzte der vier Freiheiten, die Software zu verbessern. Also wir können eben an der Software rumschreiben, wir können sie weiterentwickeln. Also im besten Fall verbessern wir sie. Natürlich kann man sie auch verschlechtern, das passiert auch immer wieder mal. Man kann dann vielleicht auch von Modifizieren reden, aber grundsätzlich sollte natürlich der Anspruch sein, dass wenn man an Software rumschraubt, dass man sie danach besser macht, als sie vorher war. Wenn diese vier Grundfreiheiten gegeben sind, wie gesagt, freie Software und wir setzen uns eben dafür ein, dass genau diese Software weiter verbreitet wird und eben insbesondere auch von Staaten, Regierungen, Verwaltungen, Administrationen und so weiter und so fort genutzt werden. Und dafür gibt es eben auch ziemlich viele Gründe. Also wie gesagt, wir sind ein eingetragener Verein, der sich eben für den selbstbestimmten Umgang der Technik von Menschen einsetzt. Dazu gehören natürlich auch Staaten. Also auch in den Staaten stehen irgendwie Menschen, am Ende des Tages sogar eben wir. Und deswegen haben wir eben diese Kampagne gestartet, um uns dafür einzusetzen, dass mehr freie Software von Staaten eingesetzt wird. Das Interessante dabei ist, dass wenn man sich mal den Markt ein bisschen anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass Staaten sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Softwaremarkt haben. Bis zu 27% des Umsatzes von Softwareunternehmen wird so, also ganz grob gesagt, von Staaten generiert. Also wir haben hier halt einen sehr, sehr großen Player auf dem Markt, der eben Software bezieht und damit natürlich auch ein Stück weit einen Druck auf den Markt ausüben kann, weil wenn sich nämlich diese 27% zusammenschließen und eben gemeinsam zum Beispiel Lösungen entwickeln oder sich gemeinsam für bestimmte Lösungen entscheiden, dann kann man hier eben dann schon, ist man eine sehr, sehr starke Käufergruppe und hat hier eben dann auch einen gewissen Einfluss auf das, was am Ende des Tages dabei rauskommen soll. Und es ist natürlich auch ziemlich wichtig, dass man als Staat vertrauenswürdige Systeme hat, also dass man sich auf die eigene Software
die man benutzt, verlassen kann und dass man aber auch eben eine vollständige Kontrolle über seine eigenen Systeme hat. Also wie gesagt, wir stellen uns nur mal vor, so eine Atombombe kann dann irgendwie abgefeuert werden, ohne dass wir eine vollständige Kontrolle über so ein System haben. Dann kann das relativ schnell sehr unangenehm werden. Und von daher ist es eben der Kern unserer staatlichen digitalen Infrastruktur muss eben so gebaut sein, dass wir eben als Staat auch die Kontrolle über diese Systeme am Ende des Tages haben. Das ist eben nur der Fall, wenn wir von freier Software sprechen. Bei allen anderen Sachen wird es dann eben relativ schnell, also insbesondere bei proprietärer Software, dann relativ kompliziert. Ein weiterer Grund ist, das ist auch relativ einfach, Taxpayers Money, also es ist einfach unser Geld, was wir dem Staat geben und was er dafür ausgibt, um Software zu kaufen. Und ein Staat hat natürlich dann auch die Aufgabe, möglichst wirtschaftlich zu arbeiten, möglichst effizient zu arbeiten und eben diese finanziellen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, eben so einzusetzen, dass das dann im Sinne und im Wohle der Bürgerinnen und Bürger, die eben die Steuern bezahlen, geschieht. Also all diese Gründe, die ich jetzt angeführt habe, haben uns eben dazu gebracht, zu sagen, wir wollen eine Kampagne starten, wir wollen öffentliche Verwaltung eben überzeugen, freie Software einzusetzen anstatt proprietäre Software und haben da einen relativ einfachen Slogan entwickelt, Public Money, Public Code. Also immer, wenn mit öffentlichen Geldern Software entwickelt wird, dann muss eben auch der Code öffentlich sein und das muss eben unter einer freien Software und Open Source Software Lizenz veröffentlicht werden. Es gibt halt ziemlich viele Lizenzen. Entscheidend ist, dass diese Lizenz eben diese vier Grundfreiheiten, die ich eben am Anfang vorgestellt habe, entsprechend abbildet. Wie gesagt, es gibt mittlerweile auch von der EU entwickelte eigene Lizenzen, die Verwaltungen vorgeschrieben werden. Die muss man nicht nehmen, man kann auch andere nehmen. Entscheidend ist, wie gesagt, dass diese vier Grundfreiheiten abgedeckt sind und dann eben der Code auch öffentlich für uns einsehbar und zur Verfügung steht. Welche Vorteile ergeben sich jetzt außer dass es so ein Staat eben Kontrolle hat oder eben transparent ist, für Verwaltungen, für Staaten, für Regierungen auf freie Software umzustellen. Ein sehr starkes Argument dafür ist, dass wir Unternehmen, vor allen Dingen kleinere und mittlere Unternehmen, also SMEs, in der Region stärken können. Also das sehen wir überall dort, wo freie Software schon von Verwaltungen eingesetzt wird, dass dann hier eben vor allen Dingen Unternehmen in der Region damit unterstützt werden, dass Aufträge an die vergeben werden und dass man eben nicht mehr zum Beispiel Lizenzgebühren nach Irland beziehungsweise dann über den Teich schickt, sondern dieses Geld halt eben dafür genutzt werden kann, um die IT-Landschaft in der Region zu unterstützen und zu fördern. Ich habe dann da auch noch ein paar konkrete Zahlen nachher später, aber das haben wir schon mal im Hinterkopf behalten, dass es eben die Regionalität unterstützt. Gleichzeitig ist eben diese Unabhängigkeit ein sehr starkes Argument. Also wir haben keine Vendor-Logins mehr. Das bedeutet, ich bin nicht mehr abhängig von einem Anbieter. Das hat man ja oft eben bei proprietären Systemen, dass man dann einen einzigen Anbieter hat und sobald man eben eine kleine Modifikation haben möchte, ein Update oder ähnliches, muss man immer wieder zu diesem Anbieter zurücklaufen und sagen, bitte modifizier das für mich. Und dann ist man eben auch abhängig von eben diesem Anbieter, ob er das zum einen überhaupt macht und zum zweiten dann natürlich auch finanziell kann man ein Stück weit unter Druck gesetzt werden, weil wenn man eben der einzige Anbieter auf dem Markt ist, der dann eben diese Lösung anbietet, dann kann man auch ein Stück weit den Preis diktieren, was natürlich dann eben auch, wenn wir auf Taxpayers Money zurückkommen, ein bisschen unangenehm werden wird, wenn man dann hier viel Geld für eigentlich etwas ausgibt, was man viel billiger am Markt kaufen könnte, wenn es denn freie Software wäre. Der Vorteil eben bei freier Software ist, dass halt viele Anbieter immer einsteigen können und hier eben dann, selbst wenn der ursprüngliche Anbieter, der die Software entwickelt hat, dann zum Beispiel eine kleine Veränderung nicht mehr machen will, dass hier jemand einspringen kann und die machen kann. Ein klassisches Beispiel ist, in Island zum Beispiel hat man sich mal irgendwie ein proprietäres System gekauft für die Verwaltung, was halt eben für einen US-amerikanischen Markt entwickelt wurde und dann wollte man gerne eben eine Übersetzung haben. Und da jetzt Isländisch nicht so die am meisten gesprochene Sprache der Welt ist, hat man dann eben Probleme gehabt, den Anbieter, der das damals gebaut hat, davon zu begeistern, diese Übersetzung zur Verfügung zu stellen, sodass man dann eben weiter mit diesem englischsprachigen Programm arbeiten musste und eben keine Übersetzung hatte. Also hier sieht man dann eben, wie Verwaltungen sozusagen einfach auch bestimmte Lösungen einfach gar nicht mehr bekommen, weil sie hier eben von diesem einen Anbieter abhängig sind. Und das Ganze ist natürlich auch furchtbar effizient, wenn man freie Software einsetzt. Man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Es ist ja so, dass viele Verwaltungen in etwa die gleichen Ansprüche haben. Also Stadt A hat ungefähr die gleichen Ansprüche wie Stadt B. Da geht es dann vielleicht ein bisschen um Skalierung. Also das ist natürlich klar, dass jetzt eine Kleinstadt
ganz andere Ansprüche hat als eine Großstadt, aber vom Prinzip her sind das immer wieder die gleichen Anwendungen, die gebraucht werden. Also es sind immer wieder dieselben Sachen, die verwaltet werden müssen. Und von daher kann man hier eben kollaborativ zusammenarbeiten und wie gesagt, muss dann halt bestimmte Anwendungen nicht immer wieder sinnlos neu programmieren. Um uns das auch nochmal konkret anzugucken, was wir für Probleme mit proprietärer Software haben, was das konkret bedeutet. Das erste große Problem, was wir dabei haben, ist, dass es eigentlich kaum bis gar keine Interoperabilität gibt. Das bedeutet, wenn ich mir ein proprietäres System kaufe oder proprietäre Software kaufe, dann kommuniziert die halt ziemlich schlecht mit anderer Software. Also man kennt das so vielleicht eben aus dem Microsoft-Universum, dass wenn man sich dort mit einer Word-Datei irgendwie rumschlagen will und die dann jemand anders zur Verfügung stellen will, der kein Word hat, dann haut einem das da alles und man kann irgendwie nichts mehr lesen, nichts mehr erkennen. Also hier haben wir eben diese Probleme, dass wir sozusagen auch auf der gegenüberliegenden Seite mit den Leuten, mit denen wir kommunizieren wollen, die auch dazu zwingen, sich eben diese proprietäre Software zu kaufen, um dann eben hier miteinander zu kommunizieren. Das ist halt ziemlich blöd, vor allen Dingen, wenn man als Staat mit seinen Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren will und die dann dazu zwingt, sich halt sozusagen eine bestimmte Softwarelösung zu kaufen, aber auch wenn Staaten untereinander miteinander kommunizieren. Also gerade eben durch die Europäisierung ist es ja so, dass wir halt eben Verwaltungen haben, die dann auch grenzübergreifend miteinander kommunizieren. Und da ist es halt ziemlich sinnvoll, wenn die alle ungefähr dieselben Standards haben, sodass dann hier eben gemeinsame Formate benutzt werden und die Dateien entsprechend gelesen werden können. Wir haben eine große Herstellerabhängigkeit bei diesem proprietären System. Wie gesagt, der eine Anbieter, der auf dem Markt ist und einem diese Software dann zur Verfügung stellt, zu dem muss man auch immer wieder zurücklaufen, wenn man irgendwelche Änderungen haben will. Besonders problematisch wird es, wenn dieser Anbieter ganz verschwindet, also wenn er insolvent ist, Konkurs geht, wie auch immer. Also dann hat man ein riesengroßes Problem, weil dann sitzt man auf einer Software und kann damit auch nicht wirklich weiterarbeiten. Wir haben eben diese unkalkulierbaren Kosten. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich eben was ändern will, dann weiß ich gar nicht so genau, was kostet mich das irgendwie vorher. Das kann ich halt relativ schwer abschätzen. Ich habe eben auch nicht die Möglichkeit, das eben offen auf dem Markt auszuschreiben und dann eben eine Konkurrenzsituation herzustellen, weil ich eben von diesem einen Anbieter abhängig bin. Genauso ist es bei der Wartung und Pflege dieser Systeme. Klar wird proprietäre Software jetzt auch von uns Bürgerinnen und Bürgern nicht so wahnsinnig für gut empfunden. Auch hier so das allerklassischste Beispiel ist wahrscheinlich, wenn man in die Schule geht und dann irgendwie die Aufgabe bekommt, man muss eine PowerPoint-Präsentation machen. Das ist dann auch etwas merkwürdig. Also auch hier ist es dann halt schwer, diese Hausaufgaben dann zu erfüllen, wenn man diese proprietäre Software nicht hat. Es gehen wahnsinnig viele Investitionen verloren. Also alles das, was wir an Lizenzgebühren bezahlen, ist halt eigentlich Geld, was wir komplett verschenken, was wir halt eben in die Entwicklung von Software stecken könnten. Und natürlich auch wieder dann in den weiteren Schritten, dass die Kosten auch einfach steigen. Und wir haben ein Stück weit auch Sicherheitsprobleme. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass proprietäre Software by default unsicher ist. Allerdings haben wir eben durchaus Probleme, weil wir nicht in den Code reinschauen können, um nachzuvollziehen, was diese Software tatsächlich macht. Das ist insbesondere insofern problematisch, wenn wir halt eben nach Backdoors gucken wollen oder Ähnlichem. Also da wird es dann halt ein bisschen problematisch. Gerade auf die Sicherheitsbezogen gibt es auch öfter die Problematik, dass Updates Geld kosten. Also das ist dann eben genau. Auch wieder eine Frage, ob die Kunden beispielsweise da rein investieren. Genau, ja. Es war keine Frage, es war eine Anmerkung und die wurde gesagt, dass eben auch Updates wieder Geld kosten und dass dadurch dann eben auch größere Kosten entstehen. Dem habe ich zugestimmt. Genau. Wir haben jetzt auf der anderen Seite die Lösung durch freie Software. Wir haben eben die Möglichkeit, interoperabel zusammenzuarbeiten. Es gibt eben offene Standards, es ist für jeden nachvollziehbar, wie ich eben bestimmte Informationen bekomme, welche Programme ich dafür benutzen muss und so weiter und so fort. Wir sind eben absolut unabhängig, weil wir freie Lizenzen haben. Wir können durch Kollaboration, Zusammenarbeit Risiken teilen, aber eben auch Kosten. Also wenn eben zwei Städte eine gleiche Verwaltungssoftware brauchen, macht es halt durchaus Sinn, sich zusammenzutun, die gemeinsam zu entwickeln, vielleicht auch eben gemeinsam in Auftrag zu geben, je nachdem. Und dann einfach nur die Hälfte zu bezahlen, weil sonst jede Stadt die selber sich kaufen müsste. Also so Pi mal Daumen, ne? Das Ganze ist halt unfassbar Transparenz. Also wir als Bürgerinnen und Bürger können eben auch nachvollziehen, was die Software macht. Wir können lokale Anbieter einbeziehen. Also wir müssen eben nicht mehr zum Beispiel zu Oracle oder Microsoft gehen, sondern können in der Region gucken, ob wir dort Unternehmen haben, die solche Lösungen für uns auch anbieten können.
Und dadurch, dass wir eben auditierbaren und nachvollziehbaren Code haben, können wir Sicherheitsprobleme ein Stück weit abfedern. Es gibt die Möglichkeiten, zum Beispiel Hackathons zu machen. Die EU hat hier ein Projekt gestartet vor einigen Jahren. Das FOSSA 2-Projekt ist das mittlerweile, das zweite Projekt, wo hier eben dann auch mit Geld von der EU-Kommission, angetrieben vom Europäischen Parlament eben, Hackathons organisiert werden, um eben Sicherheitslücken in verschiedenen Systemen zu benutzen, die auch seitens der EU-Kommission benutzt werden zum Beispiel. Also hier haben wir eben auch durchaus Möglichkeit eben, dass der Staat selber dafür sorgt, dass halt zum einen Sicherheitslücken gefunden und gestopft werden und zum anderen können wir eben ein Stück weit selber schauen, ob es zum Beispiel Backdoors gibt in der Software und nachvollziehen, was zum Beispiel mit unseren Daten als Bürgerinnen und Bürger passiert. Also es gibt sehr, sehr viele gute Argumente für freie Software, es gibt sehr viele Argumente gegen proprietäre Software und auch hier versuchen wir eben wieder die Verwaltungen zu überzeugen davon, eben von proprietärer Software Abstand zu nehmen und auf freie Software umzustellen. Jetzt ist es so, dass das halt jetzt auch nicht eine ganz neue Idee ist. Freie Software gibt es ja auch schon relativ lange. In Frankreich zum Beispiel hat man sich schon 2012 darauf verständigt, auf freie Software umzustellen. Da gibt es dann ein entsprechendes Gesetz und man hat eben gesagt, wir wollen mehr freie Software einsetzen. Und ich fand eben ganz interessant, dass wenn man sich mal anguckt, was dann daraus tatsächlich dann entstanden ist, gibt es ja jetzt eben vor 3-4 Monaten ist eine Studie rausgekommen, die sich dann eben mal angeschaut hat, welche Auswirkungen das eben auf den Markt hat in Frankreich. Und da ist es eben so, dass bis zu 5,4% mehr Firmen im Jahr entstehen, die freie Software nutzen. Und bis zu 14% mehr Menschen sind im IT-Sektor beschäftigt und gleichzeitig gibt es eben bis zu 16% weniger Softwarepatente auf dem Markt. Also hier sehen wir, dass halt von 2012, 2019 innerhalb von 7 Jahren also schon durchaus signifikante Veränderungen auch auf dem Markt zu erkennen sind, die dann eben auch tatsächlich der lokalen IT-Landschaft zugutekommen und hier eben tatsächlich ja die Wirtschaft nach vorn bringen und freie Software tatsächlich eben Auswirkungen auf die IT-Landschaft hat. Was das konkret sein kann, habe ich auch mal noch ein Beispiel mitgebracht. Die CDEM, das ist eine Partizipationsplattform, die auf freier Software beruht und die wird unter anderem von Barcelona, Helsinki, Pamplona, Lille und auch von teilweise von Unternehmen eingesetzt. Und in Barcelona ist es so, dass eben 70% von der Agenda der kompletten Regierung mittlerweile eben über diese Plattform diskutiert werden und dann auch tatsächlich aus dieser Plattform heraus entstehen. Also das bedeutet, Bürgerinnen und Bürger diskutieren auf dieser Plattform, wo soll ein neuer Spielplatz gebaut werden oder brauchen wir eine neue Parkbank oder was der Geier was. Und dann entsteht halt eben daraus tatsächlich Verwaltungshandeln und 70% eben wird mittlerweile auf dieser Plattform online diskutiert, die eben auf freier Software basiert und mittlerweile eben auch in anderen Städten eingesetzt wird. Also hier können wir halt sehen, wie wir halt durch freie Software zum einen auch Partizipation unterstützen und wie das dann halt eben kooperativ mit verschiedenen Städten zusammen genutzt wird und weiterentwickelt wird. Mittlerweile hat sich da auch ein Netzwerk von Städten herausgebildet, vor allen Dingen eben angetrieben von Barcelona, Paris, Amsterdam, die eben versuchen auch auf nicht nur auf freie Software sich zu beziehen, sondern eben auch wirklich überlegen, wie wir Partizipation ändern können, wie wir auf digitale Bürgerrechte achten, Thema Datenschutz und Ähnliches und gleichzeitig aber eben die Partizipation erhöhen und das eben alles in einer Umgebung machen, wo eben die Leute zusammenarbeiten auf Grundlage von freien Softwareprojekten. Also wir sehen, dass wir es gibt mittlerweile in Europa einige Länder, die auch entsprechende Gesetzgebungen dazu haben. In Bulgarien gibt es zum Beispiel ein relativ weitreichendes Gesetz, was den Einsatz von freier Software vorschreibt. Die Umsetzung hakt aber ein bisschen. In Barcelona haben wir eben den Fall, dass da gesagt wird, ich glaube 60% oder 70%, bin ich mir jetzt 100%ig sicher, muss eben in freie Software investiert werden. Und das ist eben genau die Marschrichtung, wo wir mit unserer Kampagne eben auch hinwollen, dass wir eben sagen, immer dann, wenn ihr etwas Neues programmiert, immer dann, wenn ihr neue Software braucht, wenn ihr neue Software ausschreibt, dann soll sie freie Software sein. Also wir wollen mit unserer Kampagne jetzt nicht Verwaltungen in Angst und Schrecken versetzen und sagen, ihr müsst jetzt von einem Tag auf den anderen komplett alles migrieren und alles muss freie Software sein von heute auf morgen, sondern wir wollen, dass das eine schrittweise Entwicklung ist,
dass man hier eben dem Ganzen auch noch Schritt halten kann, was dann eben auch so Schulungen und Ähnliches betrifft und dass eben immer dann, wenn sowieso etwas Neues gebraucht wird, hier eben dann auf freie Software umgestellt wird und dass man dann eben auch tatsächlich schaut, wie kann man zusammenarbeiten, welche Städte gibt es schon, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, kann man mit denen zusammenarbeiten. Und es gibt eben diese Entwicklung in Europa, dass wir da klar erkennen, dass eben diese Kooperation zwischen Städten, zwischen Verwaltungen tatsächlich stattfindet. Das steckt natürlich teilweise noch ein bisschen in den Kinderschuhen, es gibt da halt so Vorreiter. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eben schon erkennbar, dass hier in den letzten Jahren ja eine große Veränderung stattgefunden hat und eben Verwaltungen, Staaten, Regierungen durchaus dem Thema freie Software deutlich offener gegenüberstehen, als das noch vor einiger Zeit war. Genau, also 70% des Budgets, hier habe ich es jetzt auch stehen, wird für freie Software in Barcelona eben umgesetzt. Und auch in Barcelona können wir eben sehen, dass halt von den 3000 Unternehmen, die also seitdem die auf freie Software umgestellt haben, die in irgendeiner Art und Weise eben daran beteiligt werden, diese freien Softwareprojekte umzusetzen, dass davon 60% eben auch kleine und mittlere Unternehmen sind, also wo wir halt tatsächlich erkennen können, dass das halt eben kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommt und eben auch der Region. Hast du eine Quelle, wo diese ganzen Daten herkommen? Also die Frage war, ob ich eine Quelle habe, wo dies alles herkommt. Ja, die habe ich. Genau, ich glaube, die ist auf der letzten Slide. Ansonsten, wie gesagt, kann ich die Studie auch relativ schnell irgendwo rausfinden. Ich habe die auch dabei. Genau. Okay. Das Ganze ist auch im Oktober 2017 in der Tallinn Declaration festgehalten worden, dass man in Europa Richtung mehr Open Source in dem Fall gehen möchte. Die Tallinn Declaration ist von allen Mitgliedstaaten der EU unterschrieben worden, als auch von der EU-Kommission. Also Deutschland hat sich quasi verpflichtet, mehr Open Source einzusetzen, genauso wie alle anderen europäischen Regierungen. Das ist natürlich jetzt erstmal relativ offen gehalten, weil jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise festgelegt wird, ihr müsst zum Beispiel 70% oder 90% oder 100% auf Open Source umstellen. Also es lässt natürlich noch viele Schlupflöcher, so wie diese Formulierung hier ist. Nichtsdestotrotz ist eben erkennbar, dass die Regierung, dass auch die Europäische Kommission bzw. die europäischen Institutionen durchaus verstanden haben, dass eben der Einsatz von Open Source Software in dem Fall hier eben, wie es im Text steht, sinnvoll ist. Hier wird eben auch gleichzeitig noch angesprochen, Interoperabilität, Standardisierung und ISA Square. Das ist, also dieses ISA Square ist ein EU-Projekt, was sich eben schon im Grunde seit fast Jahrzehnten damit auseinandersetzt, wie eben so eine Standardisierung vorangetrieben werden kann, weil eben durch den Umstand, dass durch die Europäisierung Verwaltungen auch immer mehr miteinander kommunizieren müssen, Daten austauschen müssen, gemeinsame Bedürfnisse haben und Ähnliches, versucht man eben von der Europäischen Kommission gesteuert ein Stück weit rauszufinden, wie man eben sinnvoll so standardisieren kann und so Interoperabilität schaffen kann, dass halt möglichst alle Verwaltungen in Europa miteinander kommunizieren können, ohne dass da irgendwelche Reibungsverluste entstehen. Das ist natürlich ein äußerst ambitioniertes Projekt, weil das fängt eben tatsächlich von der lokalen Ebene an, vom Bürgermeister bis hin dann eben tatsächlich zur EU-Kommission. Und nichtsdestotrotz, es geht voran und man erkennt eben auch, dass diese Standardisierung, diese Interoperabilität eben durch Open Source oder freie Software tatsächlich dann eben realisiert werden kann. Unsere Forderung in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass es nach dieser Tallinn Declaration jetzt irgendwie weitergehen muss. Also wir brauchen halt im Grunde sowas wie Tallinn 2, wo wir dann vor allen Dingen auch verpflichtende, konkrete Zahlen haben. Also dass man eben sagt, wir wollen 70%, 90% oder Ähnliches eben in Zukunft als Open Source entwickeln. Also dass wir hier eben auch was Konkretes haben, worauf wir die Mitgliedstaaten bzw. auch die EU dann ein Stück weit festnageln können. Weil diese Formulierung, wie gesagt, ist halt, ja, ist schön, dass wir sie haben, aber eben auch viel zu weich, als dass wir das jetzt in irgendeiner Art und Weise durchsetzen können. Aber man muss eben erkennen, die EU versucht hier vorwärts zu kommen und versucht hier auch eben tatsächlich Entwicklungen zu machen. Dann haben wir auch im Rahmen unserer Kampagne so eine tolle Broschüre hier erstellt, die wir eben tatsächlich für Menschen in der Verwaltung geschrieben haben. Also es geht jetzt da weniger darum, Leute wie euch aufzuklären, sondern tatsächlich eben in Verwaltungen zu gehen,
wo die Entscheidungen auch getroffen werden und dort eben zu sagen, wie man tatsächlich praktisch dann so eine Modernisierung voranbringt. Es gibt ja da auch immer wieder Probleme, also es gibt diese Procurement Procedures, also das Ausschreibewesen, also man muss ja eben als Verwaltung eben immer wieder Sachen ausschreiben. Man kann ja jetzt nicht einfach dahergehen und sagen, wir wollen jetzt Softwarelösung XY, geht in den Laden und kauft die sich, sondern man beschreibt halt eben das Problem, was man gerne lösen möchte. Also, keine Ahnung, ich möchte gerne mein Ampelsystem verwalten und dafür brauche ich jetzt irgendeine Softwarelösung, die das vielleicht auch noch irgendwie halbwegs intelligent macht. Und das muss man dann eben ausschreiben und darauf bewerben sich dann Leute. Und dann gibt es eben immer wieder den Diskurs darüber, ob man jetzt in so eine Ausschreibung zum Beispiel reinschreiben dürfte, dass es eben ein Open-Source-Produkt sein soll am Ende. Und also da gibt es sozusagen immer wieder so ein Stück weit rechtliche Schwierigkeiten und in dieser Broschüre versuchen wir eben zum Beispiel über genau sowas aufzuklären. Wir haben auch viele von den Argumenten, die ich schon vorgetragen habe, natürlich auch in dieser Broschüre. Wir haben dann hier auch noch so solche Übersichtsgrafiken, die dann auch nochmal relativ einfach erklären, wo die Vorteile beim Einsatz von freier Software liegen. Also die ist mittlerweile jetzt fast ein halbes Jahr haben wir die, die kommt auch sehr gut an in der Verwaltung, also die hilft den Leuten tatsächlich auch, das ist auch unser Feedback, das wir da bekommen haben. Momentan gibt es die nur in Englisch, wir sind gerade noch an der deutschen Übersetzung dran und versuchen natürlich hier auch immer ein Stück weiterzukommen und die entsprechend auch in anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen, um die Leute dann halt möglichst auch in ihrer Landessprache ansprechen zu können. Diese Broschüre, wir haben, glaube ich, noch eine bei uns am Stand, wenn ich richtig informiert bin. Also einer von euch, ich habe auch noch eine dabei. Zwei hätten wir hier als Hardcopy, können die aber auch gerne bei uns als PDF runterladen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die euch in irgendeiner Art und Weise vorenthalten wollen. Und ihr könnt natürlich auch gerne bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben, dann schicken wir euch auch gerne Hardcopies zu. Also vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie Kontakt zu Verwaltungen habt, wo ihr glaubt, dass da Leute sitzen, die sich für das Thema interessieren könnten, die da auch in irgendeiner Art und Weise tatsächlich bereit sind und willig sind, hier eben eine entsprechende Entwicklung zu machen, sind wir gerne bereit, diese natürlich auch zur Verfügung zu stellen. Dafür haben wir sie gemacht. Wir freuen uns da auch grundsätzlich immer wieder über eure Hilfe, wenn ihr eben Leute kennt, die hier in Verwaltungen arbeiten oder in Abgeordnete, Entscheidungsträger und so weiter und so fort, die eben überzeugt werden wollen, dass man mit freier Software weiterkommt, dann stehen wir eben genau dafür zur Verfügung, machen das gerne und kommen mit unserem Argumentekasten vorbei und versuchen die Leute zu überzeugen. Das ist sozusagen der Teil der Kampagne, wo wir versuchen, eben direkt mit Verwaltungen in Kontakt zu kommen, wo wir eben auch dann uns ein Stück weit eine anderen Sprache bedienen, nämlich versuchen eben die Leute mit ihren Problemen abzuholen, mit ihren tagtäglichen, mit ihrem Umgang eben da ein Stück weit zu unterstützen. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich aber eben auch so Leute wie euch mit der Kampagne zu erreichen. Und dafür haben wir ein tolles Video gemacht. Wir haben schon ganz am Anfang ein paar Schnipsel von dem Video gesehen. Ich würde es euch jetzt trotzdem gerne nochmal im Ganzen zeigen. Das Video gibt es auch in Deutsch und für vielen verschiedenen Sprachen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr das teilt. Ich zeige euch das jetzt mal. Unsere Regierung würde die öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal 6 Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt, mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur, also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren.
Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäftsgeheimnis ist, ist es natürlich schwierig oder sogar illegal, mögliche Sicherheitslücken oder eingebaute Hintertüren zu suchen und zu schließen. Dabei gibt es eine viel bessere Alternative. Wenn jede öffentlich finanzierte Software immer auch freie Software und Open-Source-Software wäre, könnte man sie für alle benötigten Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Wir könnten sie nach Belieben erweitern, reparieren und umgestalten, bis sie unseren Bedürfnissen entspricht. Open Source heißt übersetzt quelloffen. Und das bedeutet, dass der Programmcode für jeden frei zugänglich ist. Dadurch ist es auch viel einfacher, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Und wenn etwas Nützliches und Verlässliches digital erstellt wurde, kann man nicht nur den dazugehörigen Bauplan im ganzen Land wiederverwenden, sondern das Produkt selbst kann per Copy and Paste überall eingesetzt werden, sogar international. Ein gutes Beispiel hierfür ist die App Fix My Street. Ursprünglich wurde sie in Großbritannien als freie Software entwickelt, um das Melden, Ansehen und Lösen örtlicher Probleme wie Straßenschäden zu vereinfachen. Mittlerweile wird sie weltweit eingesetzt. Und davon profitieren alle, denn neue Funktionen und Verbesserungen werden einfach geteilt. Würde jede Software auf diese Weise entwickelt, müssten wir uns nicht mehr mit einschränkenden Lizenzen zufrieden geben, sondern könnten darüber nachdenken, wie uns Software wirklich helfen kann. Wir könnten uns endlich darauf konzentrieren, die Gesellschaft zum Wohle aller zu verbessern. Wenn auch du der Meinung bist, dass die Infrastruktur von morgen in unseren Händen liegen sollte, dann unterstütze uns. Teil dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten und besuche unsere Webseite publiccode.eu. Denn es ist höchste Zeit zu fordern. Public Money, Public Code. Genau, also das ist unser Kampagnenvideo. Wie gesagt, folgt diesem Aufruf und teilt es, verbreitet es. Es gibt es, wie gesagt, auch in mehreren Sprachen mittlerweile. Wie ihr grundsätzlich dabei helfen kommt, erzähle ich auch noch gleich. Entscheidend ist aber, dass wir diese Kampagne natürlich jetzt nicht alleine machen. Wir haben uns, als wir die Kampagne gestartet haben, natürlich auch Leute gesucht, die sowas auch mit unterstützen wollen. Zum einen sind das natürlich Organisationen, das sind jetzt die, die hier aufgeführt sind. Das sind natürlich, klar, so die üblichen Bekannten dabei, die sowas mit unterstützen. Es gibt aber eben auch, da sind wir ziemlich stolz drauf, tatsächlich schon Verwaltungen, die diese Kampagne mit unterstützen. Und zwar haben wir zum Beispiel die Stadt Barcelona mit dabei, die hier eben diese Kampagne unterzeichnet hat und sich dem Ganzen anschließt. Wir haben das Parlament von Asturien, das ist eben auch in Spanien so eine Region, die das Ganze unterstützen und mitmachen, und eine kleine Gemeinde in Deutschland. Und wir sind natürlich hier eben immer auf der Suche, noch weitere Verwaltungen, Administrationen, Regierungen oder wie auch immer zu finden. Also wenn ihr da auch eben Leute kennt, die in Verwaltungen arbeiten, vielleicht einen Bürgermeister kennt, der sich hier mit seiner Gemeinde hinter sowas stellen wollen, dann freuen wir uns natürlich immer, weil am Ende des Tages wollen wir natürlich jetzt nicht uns nur selber damit bespaßen, sondern wir wollen eben hier eine Veränderung, einen Wandel in den Verwaltungen herbeiführen, und dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn die sich natürlich dann entsprechend auch dahinter stellen. Und natürlich brauchen wir aber auch eure Unterstützung, also ihr könnt das auch als Individualperson unterzeichnen. Mittlerweile haben das weit über 25.000 Leute gemacht, die diese Kampagne unterschrieben haben. Wir hatten jetzt letztens auch einen Aufruf eben über T3N, dieses Magazin, wo sich dann Leute wie Sascha Lobo zum Beispiel eben auch noch hinter die Kampagne gestellt haben. Also es ist ein relativ breites gesellschaftliches Bündnis, was sich hier eben hinter diese Kampagne gestellt hat. Wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, rufe ich euch auf, tut das noch, und ansonsten überzeugt eure Freundinnen und Freunde, das Ganze zu unterstützen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn ihr Kontakte in die Verwaltung habt oder eben zu Bürgermeistern oder Entscheidungsträgern, sind wir hier natürlich auch immer dankbar, wenn wir Tipps von euch bekommen. Wir können natürlich das jetzt nicht mit einer kleinen NGO so abdecken, dass wir in jeder Verwaltung genau wissen, was da passiert. Da sind wir eben auf eure Hilfe mit angewiesen. Und wenn ihr da jemanden kennt, sagt uns Bescheid. Und dann versuchen wir hier eben dort auch die Kampagne entsprechend zu promoten und hier eben noch Unterstützer zu finden. Also
wir können eben bei dieser Kampagne auch erkennen, es ist halt eben, also es ist keine Kampagne, die auch in irgendeiner Art und Weise ein Enddatum hat, wie man das von vielen anderen politischen Kampagnen vielleicht kennt. Natürlich haben wir das konkrete Ziel, dass alle Verwaltungen in Europa und am liebsten natürlich auch weltweit tatsächlich komplett auf freie Software umgestellt haben, aber das ist natürlich uns auch klar, dass das jetzt nicht morgen oder übermorgen passieren wird, deswegen wird diese Kampagne natürlich immer weitergehen und noch sehr, sehr lange gehen, und wir haben eben auch erkannt, dass in dieser doch jetzt vergleichsweise kurzen Zeit von knapp 2 Jahren, wo wir diese Kampagne jetzt machen, schon sehr, sehr viel erreichen konnten. Also, dass wir eben tatsächlich viele Verwaltungen damit schon erreicht haben, dass wir mit dieser Kampagne eine sehr, sehr große öffentliche Aufmerksamkeit generieren konnten und dass hier eben auch tatsächlich ein Verständnis entstanden ist und Leute gewillt sind, uns hier zum einen zuzuhören und natürlich auch in eine bestimmte Richtung zu gehen. Dann stellt sich natürlich noch ein bisschen die Frage, wie wir bei dieser Kampagne zusammenarbeiten. Und wie gesagt, also wir sind ein Office mit 10 Leuten, können das aber natürlich nur mit der Hilfe von unseren Freiwilligen und Freiwilligen stützen. Wir haben da sehr, sehr viele Supporter, die uns natürlich zum einen finanziell unterstützen und zum anderen aber auch tatsächlich uns bei der Kampagne selbst helfen. Also es gibt da grundsätzlich erstmal viele Möglichkeiten, wie ihr euch informieren könnt. Wir haben halt Mailinglisten, wir sind natürlich auch in sozialen Netzwerken, wir haben einen Blog, wir haben einen Newsletter. Also das ist zum Beispiel der erste Einstieg, wie ihr zum Beispiel euch darüber informieren könnt, wie wir arbeiten und woran wir gerade arbeiten. Und dann gibt es natürlich eben, was für uns ganz wichtig ist, die Möglichkeit, uns beim Übersetzen oder Korrekturlesen zu helfen. Ich hatte schon gesagt, wir haben halt eben diese Seite Public Code zum einen auf viele Sprachen übersetzt. Jetzt vor einer Woche ist erst Polnisch dazugekommen. Wir haben das Video schon in einige Sprachen übersetzt. Wir haben die Broschüre momentan nur in einer Sprache. Die deutsche Fassung wird jetzt in den nächsten Wochen kommen. Also hier sind wir eben auch schrittweise immer dabei, diese Übersetzungen voranzutreiben, sodass wir eben auch wirklich Leute in ihrer Landessprache ansprechen können, weil es eben doch nochmal ein großer Unterschied ist, ob man jemandem eine Broschüre auf Englisch gibt oder ob man die dann eben auf seiner Landessprache vorliegen hat. Gerade bei so einer Broschüre ist es auch ziemlich kompliziert, dann so eine Übersetzung auch tatsächlich zu realisieren, weil dann sich das ganze Design nochmal verschiebt und so weiter und so fort. Also auch beim Design suchen wir auch immer wieder Leute, die uns helfen, auch jetzt abseits von dieser Kampagne. Wir haben ja auch noch viele andere Sachen. Also wenn ihr euch hier in irgendeiner Art und Weise wiederfindet und mitmachen wollt und uns helfen könnt, dann freuen wir uns natürlich immer. Wir haben natürlich auch, so wie wir hier jetzt auf der FrostCon einen Stand hatten, der von Freiwilligen betrieben ist, sowas auch in ganz Europa. Also wenn ihr da Lust habt, zum Beispiel auch einfach mit an dem Stand zu stehen und dort mitzuhelfen, gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Da kommt zum Beispiel ein Standhelfer von uns, um hier eben uns bei unserer Arbeit zu unterstützen und eben die frohe Kunde zu verbreiten. Und dann kann man uns natürlich auch physisch treffen. Wir sind jetzt nicht nur im digitalen Raum unterwegs, sondern natürlich gibt es halt die Stände. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich an lokale Gruppen anzuschließen. Das wäre jetzt ganz konkret hier eben die Rheinland-Gruppe, die sich über diese Mailingliste organisiert, aber eben auch tatsächlich sich dann eben immer wieder physisch trifft. Sowas gibt es dann auch in ganz Deutschland. Es gibt auch so eine Deutschland-Liste. Grundsätzlich, wir können dann auch noch immer weitergehen. Es gibt auch eine EU-Liste und so weiter und so fort. Also schaut einfach mal, was wir sozusagen für Mailinglisten haben und wo sozusagen ihr euch thematisch vielleicht wiederfindet oder inhaltlich wiederfindet, wo ihr mithelfen wollt. Genau, und dann freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr euch bei uns meldet und uns dabei helft, diese Kampagne zu verbreiten. Genau. Ich sehe gerade, ich habe auf meiner Slide die Quellenangabe nicht, aber ich gebe dir die dann gleich. Und ansonsten stehe ich jetzt für Fragen, Anmerkungen und Kritik zur Verfügung. Hallo, eine Frage. Du hattest eingangs was gesagt zum Thema, dass das regionale Softwareentwicklung stärker fördert. Jetzt gibt es aber Vorgaben an die Verwaltung, dass Ausschreibungen teilweise europaweit gemacht werden müssen und die eben nicht diskriminieren dürfen. Wie funktioniert das? Na, das ist Sprache zum Beispiel mal ein Faktor. Also es ist halt oft so, dass jetzt eine deutsche Verwaltung dann halt eben ungern ein Programm in irgendeiner anderen Sprache haben möchte, sondern zum Beispiel dann in Deutsch. Und damit ist ja schon mal relativ klar, wer dann halt irgendwie zum Beispiel da der Partner überhaupt werden kann.
Also natürlich gibt es jetzt keine, also man kann jetzt in eine Ausschreibung nicht reinschreiben, wir wollen unsere regionale Wirtschaft fördern und wollen jetzt halt nur Leute aus der Region haben. Aber was wir eben erkennen, ist, dass es halt in diese Richtung geht. Also wir sehen ja jetzt auch nicht in Frankreich, dass es dann halt von einem Tag auf den anderen 100% sind, die dann jetzt in Frankreich die Software zur Verfügung stellen oder in Spanien. Aber wir erkennen eben eine Tendenz und wir erkennen eine Richtung. Und das meine ich eben damit, dass man eben die Unternehmen in der Region unterstützt. Einfach weil die dann halt auch in der Regel näher an dem sind, was halt die Verwaltung tatsächlich da auch braucht. Also oft sind das ja jetzt, also es gibt ja selten die Ausschreibung, wir brauchen jetzt ein neues Betriebssystem oder eine komplett neue Office-Lösung haben oder sonst irgendwas, sondern es sind ja dann meistens so relativ kleine Pakete, die halt dann jetzt irgendwie gebraucht werden. Also ich hatte letztens eben das Beispiel von der Verwaltung gehört, die also wenn halt so Stände, so Marktstände oder irgendwie aufgebaut werden wollen oder jemand mit seinem Bauchladen irgendwo rumlaufen will oder Flyer verteilen will, dann muss man sich das halt vorher bei der Stadt genehmigen lassen. Und da muss dann halt zum Beispiel einfach ein Straßensystem von dem Ort halt irgendwie erkannt werden und da ein Formular gebastelt werden. Ich möchte gerne am Donnerstag meine Flyer an der Kreuzung verteilen. Und das ist halt eine Lösung, da wird jetzt halt auch nicht irgendwie sonst wer um die Ecke kommen und sagen, hey, ich habe die super Lösung für euch. Also das wird dann halt auch eher in der Region entwickelt und also von daher sind das halt vor allen Dingen die, also oft denken wir gerade bei solchen Verwaltungsanwendungen immer an diese riesen Pakete, ne, so, und oft ist es aber eben eher so die kleinen Sachen, wo es dann bei denen halt hängt. Ja, du hattest vorhin gesagt, dass es schon einige Erfolge gäbe oder so. Gibt es eine Liste mit irgendwelchen Projekten, die jetzt offen sind wegen Public Money, Public Code? Das wäre ja auch nicht schlecht, dass andere sehen, was da gemacht wurde. Oder geht das aus irgendwelchen Sachen nicht? Oder habt ihr nur Listen von, sagen wir mal, Städten oder so, die sich dazu bereit erklären? Und dann hat jede Stadt irgendwie im Kämmerlein eine Liste und man weiß dann nicht wie. Weil das wäre auch cool, wenn eine Stadt dann sieht, okay, das gibt es ja schon dort, dann kriege ich das. Das wäre jetzt mal die Frage. Also es gibt zum Beispiel, es ist natürlich wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, ob jetzt jemand, also wird sich ja keiner hinstellen, wird sagen, aufgrund dieser Kampagne haben wir jetzt unsere komplette Politik geändert. Ja? Also so funktionieren politische Prozesse nicht. Was es aber sehr wohl gibt, ist zum Beispiel eben so ein Sharing and Reuse Award, der von der Europäischen Union organisiert wird, also beziehungsweise von der Europäischen Kommission wieder organisiert wird, wo dann eben sich alle europäischen Verwaltungen grundsätzlich mal bewerben können und sagen können, hey, wir haben hier ein cooles freies Softwareprojekt entwickelt und möchten das gerne vorstellen. Und da gibt es dann einfach einen Preis. Und das ist zum Beispiel sowas, wo man relativ schnell sozusagen sehen kann, wer sind denn so die Champions in dem Bereich und wo wird so Software eingesetzt. Grundsätzlich gibt es, also die meisten Verwaltungen sind tatsächlich auch auf GitHub aktiv und stellen ihren Code zur Verfügung und da kann man, es gibt halt so eine Seite GitHub Governments und da kann man dann tatsächlich eben so eine Liste sehen, welche Verwaltung jetzt wo welchen Code entwickelt. Natürlich gibt es auch immer wieder irgendwelche Exoten, die halt irgendwie ganz merkwürdige, skurrile Plattformen nutzen, um dann da halt ihren Code zur Verfügung zu stellen. Dann wird es dann für uns ein bisschen schwieriger, das nachzuvollziehen, wo die das machen. In der Regel ist es aber so, dass halt, also insbesondere dann, wenn ein Projekt veröffentlicht wurde, dass dann auch so ein Stück weit so eine kleine Marketingmaschine angeht, die dann eben auch sagt, hey, wir haben hier eine coole Software entwickelt und die dann eben auch auf Konferenzen vorgestellt wird. Oder es gibt zum Beispiel auch so ein, also gerade was jetzt Städte betrifft, gibt es auch so ein, einfach sowas wie ein Städtebund in Deutschland, gibt es eben auch auf europäischer Ebene, wo dann über sowas gesprochen wird. Und das ist dann schon auch eine teilweise ganz gut vernetzte Community. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass es also insbesondere für Verwaltungen, die dann neu reinkommen wollen, wahnsinnig schwierig ist, eben einen Überblick zu bekommen, was jetzt erstmal los ist. Und hier sehen wir eben auch, also es ist auch eine unserer starken Lobbybemühungen, dass wir hier eben die Kommission dazu bringen wollen, mehr solche Netzwerkevents zu machen, wo dann halt tatsächlich eben auf der einen Seite die Leute sind, die da schon ein paar Jahre Erfahrung damit haben und eben auch gute Erfahrungen gemacht haben und auf der anderen Seite aber eben auch Verwaltungen vorbeikommen sollen, die halt noch nie da irgendwie was da in diese Richtung gemacht haben und eben auch ein bisschen Anschluss finden, um dann eben also zum einen nicht die ganzen Fehler nochmal zu machen, die andere gemacht haben und zum anderen aber eben auch tatsächlich Leute zu finden, mit denen sie kollaborieren können. Ich war jetzt zum Beispiel letztens auch in Barcelona, die haben jetzt eben auch so ein neues Projekt eben an den Start gebracht und habe mich dann auch gefragt, ob ich nicht noch andere Städte kennen würde, die da Lust haben und dann vernetzen wir die halt und das ist dann toll zu sehen, aber da gibt es dann jetzt keine Liste, wo dann steht, so nach dem Treffen hat sich dann, weiß ich nicht, Barcelona mit Paris getroffen und zack, haben sie eine neue
Kollaboration geschafft. Also sowas gibt es nicht, aber man kann schon nachvollziehen sozusagen, wie diese Entwicklung ist, zum Beispiel, wenn man auf GitHub geht. Ich wollte kurz fragen, ob ihr Gesetzesentwürfe in der Schublade habt, für den Fall, dass es ja, mir erscheint es gegenwärtig relativ utopisch, aber dass es zu einer Konstellation kommt, dass man sagt, Mensch, jetzt ab dafür, die Bundesregierung möge beschließen oder beziehungsweise bringt einen Gesetzesentwurf ein, es geht voran. Oder beispielsweise, es gibt ein Bundesland, was sich als besonders innovativ sieht und sagt jetzt, Mensch, wir bekommen hier irgendwie ansonsten so eine Bürger, so ein Volksbegehren an die Backe irgendwie, was von euch initiiert ist oder so. Wie sieht es denn da aus? Also grundsätzlich haben wir das nicht nur in der Schublade, sondern verbreiten die frohe Kunde auch die ganze Zeit. Es geht aber weit über so ein ganz generelles Gesetz hinaus. Also sowas ist, glaube ich, auch schwer zu machen. Also so ein Open-Source-Gesetz oder ein freies Software-Gesetz oder sowas, das wird es jetzt, glaube ich, nicht geben. Was es halt schon gibt, was wir halt auch immer wieder versuchen, ist zum Beispiel bei Wahlen mit Einfluss zu nehmen und dann daraus resultierend auf Koalitionsverträge. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein steht im Koalitionsvertrag drin, dass man eben freie Software nutzen will. Das wären dann halt eben genau solche Formulierungen, die sich da im Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein finden, wo wir dann halt dran arbeiten. Es gibt aber eben zum Beispiel auch was immer so ein bisschen unterm Radar ist, finde ich. Also zum Beispiel in der EU, das ist Rahmenforschungsprogramm. Also da werden halt über 7 Jahre hunderte von Milliarden Euros ausgegeben, um die Forschung voranzubringen. Und dann gibt es da halt einen Artikel, wo drin steht, das muss halt alles Open Data sein. Aber es fehlt halt der Artikel, wo dahinter steht, das muss aber auch alles freie Software sein. Und das sind halt so Sachen, wo wir auch konkret dran arbeiten, wo wir halt eben auch wirklich versuchen, Änderungsvorschläge von Abgeordneten mit einbringen zu lassen, wo wir die Kommission lobbyieren und den Rat lobbyieren. Ich würde mal sagen, du wirst wenig Gesetzesinitiativen finden, wo es um dieses Thema gehen könnte und nicht ein entsprechender Änderungsvorschlag zumindest diskutiert wird, den wir da in irgendeiner Art und Weise reinlobbyiert haben. Mehrheiten dafür zu finden, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. So. Ich habe bei dir immer noch nicht so ganz verstanden, wie du mit dem Diskriminierungsverbot umgehst, weil das, ehrlich gesagt, leuchtet es mir nicht ganz einig. Ich würde ja auch auf die Barrikaden gehen, wenn plötzlich ein Gesetz verabschiedet würde, in dem drin steht, man darf nur noch Microsoft-Software einsetzen. Was anderes fordert man ja, wenn man sagt, es soll auf Open Source abgestellt werden, ja auch nicht. Das wäre wünschenswert, aber es ist irgendwie, sehe ich da durchaus ein rechtliches Problem. Und das habe ich erstens nicht so ganz verstanden in deinem Vortrag, wie du das ausschließen willst, dass das nicht zum Diskriminierungsverbot wird. Und der zweite Punkt ist, was ich erfahren habe, wenn du siehst, welche Verwaltungen sich durchaus mit Open-Source-Projekten auseinandersetzen oder auch umsetzen, es fehlt dann bei diesen Verwaltungen in der Regel an der Kultur, daraus eine Community zu machen. Also diese Sache, das bleibt dann meistens eine behördeninterne Sache, das ist bestenfalls noch ein Verwaltungsbiotop, das über 1-2 Städte hinausgeht, aber ein wirkliches Community-Projekt wird daraus selten, weil das passt einfach nicht in die Community hinein oder in deren Kultur hinein. Und da meine ich aber, wäre es halt so, dass es hilfreich wäre, wenn da Unterstützung kommt von seitens der Community, wie Verwaltung in Zukunft kulturell mit den Fragestellungen umgehen kann. Also zu der ersten Frage, man kann natürlich jetzt nicht in so eine Ausschreibung reinschreiben, wir wollen freie Software, sondern wir schreiben halt, oder man würde dann halt reinschreiben, wir wollen transparenten Code, wir wollen offene Standards und so weiter und so fort. Also man umschreibt das sozusagen ein bisschen und damit kann man das halt komplett abfedern. Das ist halt sozusagen überhaupt kein Problem und auch rechtlich eben möglich. Und das passiert eben auch, also daran erkennt man, dass es auch funktioniert. Und die zweite Frage ist, es ist eben genau dieses Beispiel, was ich vorhin mit Barcelona erzählt habe. Also das versuchen wir natürlich auch, dass da eben, wo es den Bedarf gibt und der in irgendeiner Art und Weise an uns herangetragen wird, dann hier auch ein Stück weit zu helfen und eben diese Communities entstehen zu lassen. Und ich glaube eben, dass halt tatsächlich Städte wie Amsterdam, Paris und Barcelona da hier eben deutlich weiter sind als ein paar tröge deutsche Verwaltung so. Und das ist halt leider so, dass da man vor allen Dingen eben in Deutschland noch so ein bisschen hinterm Mond lebt. Aber auf der anderen Seite ist es halt gut, dass wir in Europa diese Player haben, die halt tatsächlich schaffen, diese Communities auch eben zum Laufen zu bringen und hier eben auch tatsächlich zusammenarbeiten. Und ich glaube halt eben,
das ist auch meine Erfahrung, dass man eben durch Best Practice und gutes Vorleben auch andere dazu motivieren kann, mitzumachen. Also stärken. Und das, glaube ich, gelingt ganz gut mit den Städten, die da jetzt eben entsprechend aktiv sind. Die merken eben selber, dass es ganz gut funktioniert. Was da halt ganz lustig ist, oder was nicht ganz lustig ist, also was eher ein bisschen erschreckend ist, dass es zum Beispiel für Paris wahnsinnig schwierig ist, zum Beispiel also mit der Region Paris zusammenzuarbeiten, weil die dann halt irgendwie untereinander sich nicht so richtig leiden können. Das wäre so, weiß ich nicht, wie wenn jetzt Köln und Düsseldorf zusammen irgendwie was machen sollen. Was aber gut funktioniert, ist halt, wenn Paris mit Barcelona zusammenarbeitet, weil das dann halt so ein internationales Projekt ist und man sich dann so hinstellen kann, hey, hier, wir haben irgendwie was Großes, Europäisches oder Internationales zum Laufen gebracht. Also das sind halt so Überlegungen, die man da halt immer mit dabei haben muss, dass man jetzt nicht sagt, so, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus mit unserer Nachbar-Kommune das machen. Vielleicht macht man das halt auch einfach mal einer, die halt in einem anderen Land ist oder einfach noch ein paar Kilometer weiter weg ist, um irgendwelche Streitigkeiten zu vermeiden. So, wir haben ja noch eine Rückmeldung dazu, wir ja, auch nach zwei Tagen Konferenz. Zu dem zweiten Teil. Es gab letztes Jahr, gab es das erste Mal, da gab es die kommunale Open Government Konferenz, hier in Köln war das, glaube ich. Die fällt dieses Jahr leider aus, weil sie Probleme hatten, einen Veranstaltungsort zu finden. Aber das, es gibt Bestrebungen da in die Richtung, dass es da Vernetzungen gibt. Das ist schön zu hören. ich habe die Frage, wie es denn bei der FSFE aussieht mit, ich sage jetzt mal Bildung. Dass man schon frühzeitig hingeht und in Schulen schon freie Software etabliert und Leute von Anfang an daran gewöhnt, mit freier Software zu arbeiten und nicht irgendwie mit proprietärer Software anfängt. Also Bildung ist natürlich ein Riesenthema. Das ganz grundsätzliche Problem ist erstmal, also wir sind die Free Software Foundation Europe, also wir müssten halt in jede europäische Schule gehen, um das in irgendeiner Art und Weise zu realisieren, bräuchten wir halt Ressourcen und Kapazitäten, die halt gigantisch sind. Also wir können das natürlich jetzt nicht abdecken, dass wir in jede Schule gehen. Was wir aber sehr wohl versuchen, ist, also in diesem Sektor in irgendeiner Art und Weise aktiv zu sein. Also indem wir halt, also was auch immer ganz gut funktioniert, ist halt so die Lehrerbildung, ne? Also so versuchen, Multiplikatoren zu finden. Wir haben auch eine Education-Gruppe, die sich halt eben explizit mit diesem Thema auseinandersetzt, wo sich eben auch vor allen Dingen Freiwillige organisieren und überlegen, wie wir da halt eben an die Schulen rankommen. Bist da gerne eingeladen mitzumachen. Also wir haben das auf dem Schirm, wir sind da aktiv, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir sagen können, ja, wir sind jetzt hier irgendwie jede Woche in allen Schulen in Europa unterwegs und versuchen denen irgendwie freie Softwarebüchsen hinzustellen und zu sagen, benutzt die jetzt auch noch. Also wenn ich kurz dazu anmerken darf, also der TechKit e.V. Genau. Also der TechKids e.V., der kümmert sich tatsächlich quasi genau um das Thema, dass halt freie Software in Schulen gebracht wird und die Kinder mit freier Software lernen. Also vielleicht wäre das ja eine Adresse für dich. Also die TechKids haben es jetzt mittlerweile auch geschafft, tatsächlich eine Schule komplett auf freie Software umzustellen. So, das ist ziemlich cool. Ja, also das ist ja auch insbesondere für NGOs, die irgendwie, das ist ja immer eine gute Sache, wenn man freie Software nutzt, aus verschiedenen Gründen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, danke für deinen wundervollen Vortrag. Sehr gerne, sehr gerne.